Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Und ich darf Herrn Magert bitten, Ihr Gemüse erwartet im Studio. Ja, wir haben heute hier ein schönes, interessantes Pokal erlebt. Und würde ich viele Zuschauer heute haben und freuen, denn es war interessant, es war attraktiv. Wir haben keine Grund zu freuen, denn wir haben die Karte gewonnen, haben eine unserer Ziele, nämlich im Pokal bis ins Finale zu kommen, nicht erreicht. Ziemlich früh nicht erreicht, damit können wir das abwarten und können wir für die Meisterschaft zum Beispiel. Danke. Danke, Herr Magert. Bitte, bitte. Eine Minute zum Spiel. Ja, in erster Linie möchte ich mich gerne bei den Zuschauern bedanken. Ich denke mal, neuer Rekord in Leipzig. Red Bull sieht man, hat einiges Richtige gemacht. Ich freue mich auch natürlich für die Mannschaft, für diese Top-Leistung. Ich habe es vorher in den Spiel schon gesagt, wir werden heute sehr viel laufen müssen. Das ist ganz normal gegen den Bundesligisten. Wenn wir diese Laufwege mitmachen, wenn wir hergestimmt sind, besteht immer wieder Hoffnung, ja, ein Spiel zu gewinnen. Und so wie der Felix schon sagt, ich glaube, es war sehr unterhaltsam. Beide sind aber wahrscheinlich um 10 Jahre älter geworden und ein paar graue Haare dazu gekommen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich riesig, dass wir hier so einen Einstand haben. Aber ich weiß auch natürlich, was uns dann in den nächsten Wochen hier erwartet. Aber in erster Linie ein riesiges Kompliment an die Mannschaft. Danke, Peter. Alle Fragen darf ich aber bitten, die Kollegen mit dem Mikrofon zu warten. Erste Frage, bitte. Ich habe aber mit Ansicht, weil alle machen bitte einen Moment. Schnurstracks in den Kabinen, in den Katakomben verschwunden. Warum? Ja, ich finde, du kennst das bei mir. Ich habe mich schon sehr artig beim Publikum bedankt, aber jeder weiß ja, dass ich noch ein Spiel, egal wie es ausgeht, der erste Weg einmal in die Kabine ist, aber wie man ja gesehen hat, habe ich persönlich von den wirklich tollen Fans, die er verabschiedet hat, auch diesen Tag gehabt. Du kennst das nicht dabei. Nächste Frage bitte, der Kollege hier vorne, Moment. Zweite Reihe. Ich habe eine Frage zu Ihrer Abwehr. Macht Ihnen da so ein bisschen Angst mit Blick auf die Bundesliga-Saison? Sind Sie selbst überrascht, dass dort sehr weltkrieg war und dass ein Stürmer drei Tore gegen die Spieler schießen konnte? Der sonst eigentlich noch vier Liga spielt? Ich habe Angst. Kann ich nochmal? Ja, bitte. Zweiter Versuch. So habe ich Fragen. Habe ich doch korrekt beantwortet? Ja, dann frage ich nochmal nach, in der Hoffnung, dass vielleicht auch ein Satz hinterherkommt, wie Sie die Leistung der Abwehr gesehen haben. Keine Abwehr gesehen. Ich habe gesagt, drei Gegentore und dann noch drüber hinaus, also die genau zwei oder drei klare Einschussmöglichkeiten für eine Mannschaft. Da hätte ich selbst gegen einen Bundesligisten Probleme, mich darüber zu freuen. Die letzte Mannschaft, die zwar die Bundesliga will, aber erst mal in der vierten Liga spielt, kann ich doch mit sowas nicht glücklich sein. Nächste Frage, bitte. Herr Fakus, sagen Sie bitte zwei Sätze zur Leistung von Daniel Frank. Ja, das glaubt er, dass er in der Spitze spielt, was er für mal eigentlich machen sollte. Und Tore. Das hat er ganz gut heute hingekriegt. Aber ich denke, es wäre heute ein Fehler, obwohl er natürlich drei Tore gemacht hat, auf die anderen Spieler zu vergessen. Ich denke, man kann nur Tore machen, was dementsprechend auch die Vorlagen kommen. Und das ist heute passiert. Er ist auch zu Recht mein Kapitän geworden, weil man in den letzten Wochen sehr gut angeschaut hat. Vielleicht hat er diese Binde natürlich noch ein bisschen beflügelt, aber
Man hat auch schon in der Vorbereitung gesehen, er hat in jedem Spiel getroffen, in der Vorbereitung oft aus nichts heraus. Und diese Qualität hat dieser Junge einfach. Und ich hoffe nur, dass er jetzt mit diesem Umstand sehr gut umgehen kann. Und jetzt kommt dann, am nächsten Sonntag kommen dann die, sag ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, die richtigen Kaliber. Weil es ist ja so, dass du gegen einen Bundesligisten ganz andere Räume kriegst, als wir gegen der Liga selber. Wo die Gegenspieler vielleicht noch enger draußen sind, aber schön für ihn muss ich auch sagen, schön für die Mannschaft, das Ergebnis und natürlich auch für seine drei Tore. Damit lenkt er natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich und vielleicht können sich die anderen dann im nächsten Spiel nutzen. Wir haben Red Bull von der Vorbereitung, die wir beobachten müssen und im Freundschaftsspiel aufgenommen. Und dann haben wir gestern zusammen drei weitere Spiele gesehen. Sind die Vorstellungen von Red Bull überrascht? Nein. Tatsächlich nicht? Nein. Noch weitere Fragen? Magst du mit ihrer Abwehr? Ist das Eingespieltheit, konditionelle Schwächen, weil die im Kopf nicht auf dem Platz? In der Teil, die gesamte Mannschaft hat heute nicht nur den Meister gebracht. Das ist nicht nur ein Problem der Abwehr gewesen. Wir hätten darüber hinaus ja auch unter einem anderen Tor machen können, was die Stürmer auch nicht gemacht haben, weil alles viel zu lange gedauert hat, weil alles viel zu lässig gewesen war. Einfach nicht genügend Konsequenz im gesamten Spiel war. Von hinten angefangen über das Mittelfeld bis zum Ende. Noch eine weitere Frage? Bitte die Frage vielleicht an dich. An dich wird wohl überraschen. Das sind halt solche Spiele, wo du dann ausschießt, wo du dann aufgeht fest, wo der Stürmer nicht konsequent ist. Ja, also es war auch zweite Halbzeit nicht unbedingt eine sattelfeste Abwehr. Es war halt nur mehr mit Kampf und Krampf, aber trotzdem. Das ist immer entscheidend, dass du auch in solcher Situation auch das Quäntchen Glück bei dir hast. Dann in der Endkonsequenz vielleicht waren wir halt dann den Kick vielleicht dann giftiger. Aber wir haben schon natürlich auch Probleme kommt, man darf nicht vergessen, hier steht eine komplett neue Abwehrreihe. Das ist von vorigem Jahr eigentlich nur, wenn man jetzt den Daumen mit einbezieht, nur genau ein Spieler ist der Franke. Und dass das nicht innerhalb von 4 Wochen geht, ist auch normal. Aber wie gesagt, sie haben sie mit der Mutterverzweiflung in die Schlacht geworfen. Und damit war das also so, dass man dementsprechend mal erfolgreich aus dem Spiel herausgegangen sind. So, eine Frage? Ja. Herr Packholz, Sie haben angedeutet in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass Ihre Mannschaft vielleicht noch nicht hundertprozentig die Kondition hat, um in so ein Spiel zu gehen jetzt. Sehen Sie es jetzt anders oder war das das, was man in den letzten Minuten gesehen hat, oder war das der VfL Wolfsburg, der nur angerannt ist? Naja, wenn der Timo Röttger sagt, in der 85. Minute hat er krampft, dann weiß er, wir müssen ein bisschen was tun. Keine Fragen? Und sage ich danke fürs Kommen und eine gute Nacht und eine gute Heimreise. Danke schon wieder.